Grüßt euch miteinander, ich bin's wieder, euer Andi von AJ Barbecue, der Allgäu Griller. Wir wollen heute mal gemeinsam dem Mythos Pulled Pork aus dem Dutch Oven auf den Grund gehen. Angeblich sei das ja so viel leichter und vor allem planbarer zu machen. Das schauen wir uns an, aber nach den Zutaten. Bis gleich. Als Ausgangsprodukt nehme ich für mein heutiges Pulled Pork wie meistens einen Schweinenacken her. Ihr könnt natürlich auch die Schulter nehmen, die dann mit Knochen, das ist fast sogar schon ein bisschen traditioneller fürs Pulled Pork, aber der Nacken geht genauso. Der ist schön mit Fett durchzogen, der wird richtig schön saftig später werden. Normalerweise marinieren wir das ja jetzt über Nacht, aber der Einfachheit halber habe ich mir jetzt gesagt, ich mache das am Vormittag fertig und mariniere es für 4-5 Stunden. Am Abend soll es dann geben. Wie gesagt, normalerweise über Nacht packst du das nach dem Marinieren ein, in der Frischhaltefolie, dann in den Kühlschrank, kann nichts passieren. Zum Marinieren schmiere ich mir das ganze Ding mit Senf ein, richtig schön dick, der dient mir jetzt als Kleber für den Barbecue-Rub und da nehme ich her die Gewürzmischung Pulled Picky von Ankerkraut. Ihr könnt aber jede andere Gewürzmischung auch nehmen. So, wie gesagt, das wird jetzt mariniert, dann fliegen wir den Grillplatz an und dann sehen wir uns wieder. Am Grillplatz heize ich mir jetzt als allererstes mal einen halben Anzündkamin mit Briketts auf. Den brauche ich jetzt. Ich will Rauch erzeugen. Ich brauche einen Rauchgeschmack am Pulled Pork. Den würden wir nicht bekommen, wenn wir das Pulled Pork jetzt nur im Dutch Oven machen. Aber meines Erachtens ist der Rauchgeschmack essentiell, um gutes Pulled Pork zu bekommen. Deshalb würde ich mein Fleisch jetzt eine Stunde im Kugelgrill räuchern. Ich heize mir die Kugel hoch auf 110 bis maximal 140 Grad. Höher soll es nicht gehen. Die Temperatur ist eigentlich zweitrangig, weil es ja nicht durchgegart wird in der Kugel, sondern nur als Räucherofen dient. Aber 140 sollte es jetzt nicht überschreiten. So, dann tue ich da jetzt meine Räucherchips drauf. Das sind die Whisky-Chips von Weber. Die habe ich eine halbe Stunde im Wasser liegen gehabt. Die sorgen jetzt für richtig ordentlich Dampf. Die Garraumtemperatur wird selbstverständlich überwacht. Und jetzt kann das so eine Stunde vor sich hinräuchern, weil dann kriegen wir auch Rauchgeschmack im Dutch-Ofen raus. Ja. Diese Stunde nütze ich natürlich und fertige mir dann schon mal das Gemüsebett, nenne ich es einfach einmal, für den Dutch Oven an. Das Fleisch darf nicht auf dem Boden vom Dutch Oven aufliegen, da täte es nämlich anbrennen wegen den Kohlen, die von unten das Ganze anfeuern. Deswegen schaffe ich mir da jetzt ein Zwiebelbett. Butter kommt noch mit drauf. Ich habe anfangs gedacht, ich nehme die Büffelbutter her, aber die spare ich mir dann doch lieber auf für irgendwas, ich nenne es jetzt mal filigraneres. Die hat dann doch einen relativ leckeren Geschmack und durch die vielen Gewürze und durch die Brühe, glaube ich, wäre dieser Büffelbutter untergegangen. Ich nehme einfach einen Knoblauchbutter her, da habe ich noch einen im Kühlschrank gehabt, den schneide ich mir in Scheibchen und eine Brühe muss noch herhalten. So, das sind alle Zutaten, die wir jetzt für unser Gemüsebrühebett brauchen. Als nächstes geht es dann weiter, wir feuern den nächsten Anzündkamin hoch. Da sind jetzt die Briketts drin, die wir für den Dutch Oven brauchen. Und den werden wir jetzt füllen. Als allererstes gebe ich mir meine Butterstückchen unten rein. Darauf verteile ich mir die Zwiebeln. Dann schütte ich die Brühe dazu. Und jetzt kommt, schaut euch einmal das Stück Fleisch an. Ha, ist das nicht schon schön? Ihr habt es gesehen, es ist schon leicht ungefärbt. Gut, es ist rote Marinade, aber man kann durchaus erahnen, dass da jetzt wirklich Rauch dran ist. Dann kommt ein Kernfühler rein, den steckt man bis zur Mitte, damit man natürlich die Kerntemperatur vom Fleisch überwachen können. Dafür hat der Dutch Oven, eigentlich jeder Dutch Oven, so eine kleine Aussparung. Dann können wir da nämlich unser Kabel vom Thermometer, vom Fühler durchlegen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Dutch Oven endlich zum Einsatz. Ich baue mir jetzt den Dutch Oven Feuerplatz zusammen. Ich lege mir 7 Briketts unten rein. Und ich glaube 14 oder 15 sind es gewesen. Ich muss gleich mal nur mit 10, 15 waren es. Kommen oben auf den Deckel. Wir brauchen also wesentlich mehr Oberhitze. Das darf dann jetzt für 4 Stunden insgesamt vor sich hin gurgeln, das Fleisch. Nach 2 Stunden werden wir es einmal wenden und insgesamt 4 Stunden. Ihr seht es, 5 Stunden braucht es, planbar. In der Zwischenzeit machen wir den Krautsalat und das sind die Zutaten. Ja, der Krautsalat. Heute gibt es ja mal keinen weißen Coleslaw, heute gibt es einen roten Coleslaw. Wir machen den nämlich mit Rotkraut. Oder wie man bei uns sagt, Blaukraut. Warum das so ist, kann ich euch nicht einmal wirklich sagen. Als erstes würde ich mir jetzt die Karotten schälen, das habt ihr gesehen. Und dann schneide ich mir die Endstücke. Ah, es ist wieder soweit. Alles hat ein Ende, nur die Karotte, die hat 2. Also ihr wisst, was ich wegschneide. Und dann reibe ich mir die schön durch meine Küchenreibe, stelle sie mir auf die Seite und kann mich um den Rotkohl, ums Blaukraut kümmern. Das schneide ich mir in 4 Teile, entferne den Strunk
Unter Umständen müssen jetzt auch noch die ersten ein, zwei Schichten Blätter weg. Die könnten verunreinigt sein und das reibe ich mir dann auch in meine Salatschüssel. Schaut mal, so schaut das jetzt aus. Das ist nicht zu fein, nicht zu grob. Ich finde, das ist perfekt so. Dort tue ich jetzt gleich einmal meine Karotten mit rein und kann mich dann um den Apfel kümmern oder die Äpfel. Zwei Stück sind es ja. Da entferne ich mir jetzt einfach den Strunk und das Kerngehäuse und dann reibe ich das samt Schale auch in meine Schüssel. Schaut mal her, da sind die Äpfel. Und jetzt muss es schnell gehen, weil die Äpfel, die werden relativ schnell braun. Ich schneide mir meine Zwiebel, die hacke ich mir ebenfalls in Stückchen. Die kommen dann auch noch zum Salat und dann müssen wir ruckzuck die Marinade machen, weil die verhindert nämlich auch, dass der Apfel braun wird. Für die Marinade würde ich jetzt einfach alle restlichen Zutaten, den Essig, das Öl, den Senf, die Gewürze, das tun wir jetzt einfach alles verreiben, schmarrn vermischen, tun dann das Ganze unter unseren Salat mischen, dann ist er fertig. Den müssen wir jetzt probieren, jetzt können wir noch abschmecken und dann kann der die nächsten 3 Stunden, glaube ich, waren es, kann der jetzt noch schön ziehen. So, beim Pulled Pork ist jetzt mittlerweile Halbzeit. Schaut mal da rein. Ein Duft kommt raus, das ist der Wahnsinn. Dieses kleine Loch, wo das Kabel durchgeführt wird vom Kerntemperaturfühler, das sorgt für einen wahnsinnig geilen Duft bei mir in der gesamten Nachbarschaft, weil da kommt immer so ein bisschen was von diesem Rauch, von diesem Dampf raus. Das riecht affengeil, muss ich ganz ehrlich einmal sagen. Gut, das Fleisch haben wir jetzt gedreht, dann kommt es noch einmal 2 Stunden drauf. Unter Umständen müsst ihr nochmal ein paar Kohlen nachglühen. Und nach insgesamt 4 Stunden Dutch Oven ist es jetzt fertig. Schaut euch das einmal an. Also, Punkt 1, es ist tatsächlich planbar. 1 Stunde räuchern, 4 Stunden Dutch Oven. Also das funktioniert wirklich. Das Ganze wickeln wir uns jetzt richtig schön und dick in Alufolie, packen es dann noch zusätzlich in eine Styroporbox, da ist sie, und lassen das einmal nur mal eine Viertelstunde, 20 Minuten stehen. In der Zwischenzeit tun wir drin einmal alles vorbereiten, dass wir unsere Wraps bauen können, pullen dann das Fleisch. Die 20 Minuten sind vorbei. Ich nehme jetzt die Schüssel her, wo ich auch schon zum Marinieren hatte. Da ist jetzt noch ein bisschen was von der Gewürzmischung drin. Das macht gar nichts. Gegenteil, das schmeckt dann umso besser. Den Sud gebe ich mir noch drauf und einen richtig schönen, dicken Klecks Barbecue-Soße. Das war fast eine ganze Flasche. Fertig ist es. Jetzt müssen wir nur noch zusammenbauen. Der Wrap liegt da, das Pulled Pork kommt drauf, der Krautsalat kommt drauf und ein Schuss von der leckeren Honig-Senf-Soße vom Barbecue. Und dann geht's los. Boah, ist das lecker. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Ich finde, es hat mit einem Barbecue-Schmarrn, mit einem Pulled Pork aus dem Grill, das da 10, 12, 16 Stunden drin war, nichts zu tun. Es ist gezupftes Schwein, ja, der Name stimmt. Aber ich finde, es schmeckt anders. Es schmeckt super. Es ist wirklich ganz eine leckere Geschichte. Und durch das, dass es planbar ist, auch ein super Ersatz, wenn ihr da mal Besuch oder eine Party schmeißt, Besuch kriegt. Es ist planbar, es schmeckt wirklich gut. Aber mit dem richtigen Pulled Pork finde ich allein schon von der Konsistenz und vom Geschmack her hat es nicht wirklich was zu tun. Super leckere Sache, aber nicht das, was man sich vom Grill und der Pulled Pork vorstellt. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht das nach. Es ist wirklich lecker, auch wenn es nicht das ursprüngliche Pulled Pork ist. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja wie immer, was zu tun ist. Teilt es mit meinen Videos, da freue ich mich tierisch drüber. Das ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Daumen hoch und wenn ihr mich nicht mehr verpassen wollt und noch keine Abonnenten seid, abonniert mich. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Andi. Pfiat euch Gott, habe die Ehre, Servus, Ade.